Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wir müssen reden. Heute das letzte Mal, mein erstes Mal. Ich muss es ablesen, weil es so bekloppt klingt. Ihr erzählt von euren ersten Malen, aber nicht, was ihr denkt, sondern auch zum Beispiel, wie Ralf gleich von seinem ersten Mal auf der Rennstrecke erzählen wird. Aber nicht, bevor er erzählt hat, wann er sich zum ersten Mal gedopt hat. Natürlich. Oder zum ersten Mal in der Öffentlichkeit entblößt. Also gedopt habe ich mich. Hast du mitbekommen, dass sich Leute mal in der Kabine gedopt haben? Nee. Du musst doch keinen Namen nennen. Nein, wirklich nicht. Wenn, also absolut, definitiv nein. Stoffen nennt man das, ne? Gestofft haben. Auch dieser Skandal. Ich denke auch mal, bei Fußball macht das ja auch nicht viel, bringt doch nicht viel, oder? Macht dich vielleicht ein bisschen einen Ticken schneller, vielleicht ein bisschen leistungsstärker, aber die Technik ist. Es ist und halt, so. Wollte ich gerade sagen, es ist natürlich auch eine technische Sportart, aber wir wollen jetzt nicht so viel über Fußball reden. Nee. Wir sind nicht bei Bundesliga Spezial. Das stimmt. Ja. Aber schade. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie. Dann machen wir irgendwann mal, machen wir mittags, nachts, mittags, sag ich schon, mittwochs, morgens um 5. Dann machen wir so einen Test. Statt USA-Videos. Und dann rennen wir mal gegeneinander. Senden wir solche Sendungen. Dann halt erstmal Rennstrecke. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf den Chat eingehen. Der Profi lügt. Leute, jetzt. Für sowas habe ich kein Verständnis. Okay, nein, bei Fußball 80% dürfte wahrscheinlich auch dämliches Rumgetrolle sein, aber da verstehe ich, also bei Doping verstehe ich einfach keinen Spaß. Beim Fußball ist es ja auch ganz einfach, nee, glaube ich auch nicht, dass da, also jetzt kam ja gestern dieser Skandal in England oder der Skandal. Vermeintliche, es gibt ja, mag ja sein, dass es, ich lege nicht meine Hand ins Feuer, dass es definitiv keinen Fußballer auf der Welt gibt, der noch nie irgendwas genommen hat. Es gibt ja den einen oder anderen, der schon überführt wurde, aber. Ich finde auch, das macht einfach beim Fußball nicht viel Sinn. So diese Fit-Spritzen vielleicht noch, aber das ist ja meistens, was die da machen, legal so. Mhm. Und das geht ja auch mit legalen Mitteln vernünftig. Aber das ist halt ein technischer Sport. Warum? Also einen Freistoß kann ich auch nicht besser schießen, wenn ich eine Spritze im Bein habe. Also jetzt mal rein von der medizinischen Seite ist es natürlich schon so, es gibt natürlich auch Mittel, die leistungsfördernd sind im Sinne von Ausdauer, Muskelwachstum, ja, gut, Schnelligkeit etc. Aber das schafft man am ja Ende, auch alles. Du hast recht, am Ende des Tages musst du den Ball ins Tor schießen. So, und das kann dir keine Pille oder keine Spritze oder sowas. Ja. Abgehakt, gut. Thema. Ja. So, du bist ja auch Autofan. Richtig. Wie war denn das jetzt zum ersten Mal? Bist du zum ersten Mal mitgefahren oder bist du gleich? Ja, zwei Dinge. Solange wir keinen Anrufer haben, erzähle ich das ganz kurz. Ich durfte einmal 2006 bei der Prüfungsfahrt zur deutschen Rallye-Meisterschaft auf dem Beifahrersitz mitfahren, bei einer offiziellen Prüfungsfahrt. Und Rallye ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Also da so quer durch den Wald mit 180, 200 und so, das ist schon ziemlich Wahnsinn. Also wie die Jungs das Auto unter Kontrolle haben, ist schon. Mir wird sofort schlecht werden, glaube ich. Ich habe ein bisschen Schiss. Krogmann hat mir zum Geburtstag geschenkt, dass ich mit ihnen in Heidepark fahre. Und jetzt meint er, dann gehen wir überall in alle Geräte rein. So. Okay. Und mir wird sofort schlecht bei sowas. Ja, dann wirst du viel Spaß haben im Heidepark. Ich bin bei Achterbahn und so völlig entspannt. Und ich war im Heidepark, da ist so eine kleine Ecke mit so Wildwestmäßig aufgebaut. Mhm. Das ist eigentlich eher für Kinder. Da war irgendwie eine, ich weiß nicht, was das war, da ist man nur so im Kreis gefahren und dann leicht hoch und durch die Fliehkräfte ist man dann halt sitzen oder außen geblieben und mir war den ganzen Tag schlecht. Echt? Ich war auf den schnellsten Bahnen und Looping und Überschläge, alles wunderbar, aber auf dieser kleinen Bahn war es vorbei. Ich war noch nie in einer Achterbahn mit Looping. Noch nie. Zeit für dein erstes Mal. Ich weiß es nicht. Mir wird auf jeden Fall schlecht. Obwohl Looping, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Nö. Also. So, sag mal Rallye. Wenn du, als du zum ersten Mal wirklich auf der Rennstrecke mitgefahren oder selbst gefahren bist. Also Rennstrecke bin ich dann selber gefahren, ja. Was ist denn das für ein Gefühl? Kann man das mit Achterbahn, vergleichen? Du, also wenn du halt einen entsprechenden Sportwagen fährst, was die Leistung angeht, dann ist das vergleichbar. Also die Beschleunigung. Das Schöne an Rennstrecke ist halt einfach, du guckst auf keine Ampel, gut, keine Kreuzung, kein Blitzer, kein gar nichts. Es gibt nur in eine Richtung, in die gefahren wird. Und du kannst halt einfach Vollgas geben und das macht richtig,
Es macht echt Spaß. Also das ist schon, es ist auch anstrengend. Also so wirklich 20 Minuten im Kreis fahren ist wahnsinnig anstrengend, weil du halt ich bin mal ganz fokussiert gefahren. Und konzentriert bist. Kann man aber nicht richtig vergleichen. Das ist einfach zu lahm. Da wirken auch andere Kräfte. Und das ist... Und das finde ich nämlich auch schon anstrengend, Go-Kart fahren. Ja, ist es. Weil du ja auch im ganzen Körper und du hast Spannung und bist hochkonzentriert, weil du ja, weil dich packt ja dann auch der Ehrgeiz. Warum sind wir eigentlich noch nicht Go-Kart? Ich bin richtig ehrgeizig beim Go-Kart-Fahren. Aber da kommt wieder, das muss ich ganz kurz erzählen, da kommt nämlich wieder mein Thema von vorhin auf. Das, die letzten drei Mal, als ich auf der Go-Kart-Bahn selbst gefahren bin, habe ich danach gekotzt. Danach, aber so eine halbe Stunde später, nachdem ich die ganzen Dämpfe drin hatte, ich glaube von den Dämpfen und so, kann ich nicht ab. Ich sofort. Gibt ja auch mussten wir irgendwann nachher. Gibt ja auch E-Karts. Anhalten und ich habe gekotzt. Aber E-Karts sind doch scheiße. Ich kotze immer. Hi. Hi. Hi, ich bin der Jakob, der Jochen bin ich. Jochen! Ja, hi. Aus Dörpen. Aus Dörpen, richtig. Kenn ich. Ja, super. Ja, wollen wir zur Geschichte kommen, weil ich würde hier nicht so gerne über mein kleines Dörfchen sprechen. Wieso? Mag ich nicht so gerne. Ist mir unangenehm. Sagen wir es einfach mal so. Okay, ich wollte noch eben sagen, dass ich am Samstag nämlich Besuch, Timo aus der Regie hatte einen Kumpel dabei und der kam nämlich auch aus Dörpen. Nicht schlecht, ja. Ja, aber egal. Na gut, dann erzähl. Ja, okay, erstes Mal, aber diesmal sexuell nochmal, oder? Ich glaube, das ist richtig so, oder? Das kannst du ruhig machen. Wie du, erzähl, was du möchtest. Wir driften alles jetzt etwas ab, aber erzähl. Ja gut, also mein erstes Mal, das war mit 15 Jahren, also ich habe es wirklich mit 15 Jahren gehabt, damals mit meiner wirklich ersten Freundin. Also man hatte vorher schon so ein paar Weiber kennengelernt, eine Grundschule und so, das kennt man ja, auch schon erste Küsse vorher gehabt, aber das wirklich mal das erste Mal intim gewesen halt, dann wirklich mit 15. So, und das war wie folgt. Es war im August, mein Vater war im Urlaub und ich hatte halt wirklich anderthalb Wochen oder zwei Wochen sturmfrei. Und wir haben natürlich dann relativ oft auch die Hauspartys natürlich gefeiert und so. Und ja, ich hatte damals dann halt meine erste Freundin und die hatte ich, glaube ich, da schon 4 Monate oder 5 Monate. Und dann hatten wir so einen Abend so ausgeguckt, so, da machen wir das. Und ich habe natürlich dann mich informiert vorher, dass man da alles machen muss. Damals noch Bravo gelesen und sowas, vielleicht kennt ihr das noch, da Dr. Sommer und sowas. Und und dann kam der besagte Abend und ich hatte mich natürlich dann noch eingedeckt mit allem Möglichen, was man dafür benötigt, Kondome und sowas. Und sie selber nahm auch die Pille dann irgendwie schon seit 3 Monaten. Und dann kam der Abend und wir waren dann halt, dazu muss man noch sagen, ich hatte damals ein Hochbett. Also wirklich, wir haben einen Altbau und dann ganz hohe Wände und dann platzsparend ein Hochbett halt gehabt. Und das hat eine Lampe oben gehabt und die Lampe konntest du entweder oben halt aus dem Bett quasi ausmachen oder unten an der, wenn du halt ins Zimmer reingekommen bist, weißt du? Ja, dann lag ich mit der mal Hochbett und dann fing das halt so alles an, so Selbstmäßig. Und ein bisschen Musik lief da auch und so mit Kerzen, Romantikkram. Und dann war es dann irgendwann so weit, wir waren halt beide nackt und ich wollte mir das Kondom dann halt überziehen, hatte das Licht aber ausgemacht und es war dunkel und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt und dann irgendwann wirklich mit Mühe und Not war es dann drüber. Aber dann war mir das irgendwie zu eng und keine Ahnung, das hat alles abgepresst und es war wirklich unangenehm, kein Scheiß. Und ich will das Licht dann anmachen und das Problem war, dadurch, dass ich ein bisschen Telschemetzel hatte, waren meine Hände halt ein bisschen mit Feuchtigkeit benetzt und ich greife halt in die Lampe rein, kein Scheiß, und sehe mich so wirklich mit den Fingerkuppen so ein bisschen in der Lampe abstützen, mit dem Daumen diesen Lampenschalter betätigen kann und wumm, kriege ich einfach richtig ein Gezicht, ich fliege richtig mit Druck auf die Matratze. War sofort Sense, ich habe nichts mehr gemacht, ich war komplett platt und ich habe einfach wirklich einen richtig krassen Stromschlag von meiner scheiß Lampe bekommen. Und das war mein erstes Mal dann. Im Nachhinein hat es dann nochmal geklappt, nach irgendwie einer halben Stunde Beruhigungsmeditation, sage ich einfach mal. Also ich war wirklich platt und da ging auch gar nichts mehr erstmal in der Box. Aber dann irgendwann hat es dann auch wirklich irgendwie geklappt. Ich wollte es eigentlich nur irgendwie, ich fand es ein bisschen jetzt behindert. Deswegen wollte ich einfach mal erzählen und das war mein Beitrag. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, danke auch. Das ging fix. Ja. Ich wollte einfach mal nicht so viel in den Rahmen springen, ne? Also haut rein, ciao. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ging um den Stromschlag, oder? Ach so. Ich habe auch nicht verstanden. Oh. Ich hoffe echt, dass die
Kondom-Use-Skills nicht repräsentativ sind. Ich weiß nicht, wir könnten so ein Vote machen können. Oder wir machen irgendwie, ja, mittwochs nachts um 5. So ein kleines. So ein How-to-Use und so weiter. Das kann der als USA machen dann, Holger. In seinen Streams dann. Leute, ihr habt doch bestimmt irgendwas. Ihr habt irgendwas Geiles zum ersten Mal in eurem Leben gemacht. Wie schon gesagt, Eishockey spielen ist jetzt nicht so die. Naja, für. Aber zum Beispiel nochmal, also das erste Mal mit dem Hubschrauber fliegen und es war kein Rettungshubschrauber, es war ein ganz normaler Hubschrauber mit einer Stadtrundfahrt, Luftfahrt. Ja. Ist auch eine Rundfahrt. Nein, Rundflug über Budapest. Sehr schön. Ich habe so einen Rundflug über in New York rum einmal gemacht. Wollte ich auch, hab's aber verpasst. Das war der Hammer, 2006 war das. War das das erste Mal Hubschrauber fahren? Auch das letzte Mal. Ich bin nur einmal Hubschrauber geflogen und gesagt, glaube ich, schweineteuer, das hat mein Vater bezahlt. Von daher. Ich würde gerne mal in so einem Kampfjet mitfliegen. Ja? Ja. Kumpel von mir ist Hubschrauberpilot, aber ich habe. Was hat das jetzt mit dem Kampfjet zu tun? Achso, in so einem richtig. Achso, im Kampfjet. Ich dachte Kampfhubschrauber. Nee, Kampfjet. Kampfjet, oh ne. Ich wollte mal für Gregor und Colin für einen Bonjour-Beitrag, ja. So ein Kunstflug, hast du vielleicht mal bei Stefan Raab gesehen, wo sich das Gesicht so verzieht, dass die mal so einen Kunstflug mitmachen. Aber haben wir nicht so schnell so eine Drehgenehmigung von denen bekommen. Okay. Dann haben wir es erstmal auf Eis gelegt, aber das machen wir auf jeden Fall nochmal. Also Colin und Gregor hatten mich richtig Bock, da beim Kunstflug mitzumachen. Hm. Aber für mich wäre das nichts. Ich würde kotzen wahrscheinlich, weil ich kotze immer. Habt ihr eine Statistik, wie alt die Zuschauer sind? Ja. Weil da stand eben was von Aufklärungssendung. Vielleicht sollten wir da mal nach den Anrufen heute, tut das, glaube ich, bitter Not. Ja, ich glaube, unsere Zuschauer sind aber auch aufgeklärter? Nee, gerade nicht. Aufklärungsbedürftiger, würde ich sagen. Weil die hängen ja immer zu Hause vom Rechner und gehen nicht raus, ne? Wir haben schon nach 23 Uhr, wir könnten jetzt theoretisch über viele Dinge sprechen. Gott, wir dürfen das immer machen, aber machen wir nicht lieber, oder? Nein, müssen wir nicht. Ich will auch nichts von meinen privaten Geschichten erzählen. Irgendwie mal eine geile Story jetzt mal raushauen, die mal nichts mit Sex zu tun hat. Das ist schwierig. Wie ist das denn? Wie war dein erstes Mal besoffen sein? Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Am 8. Geburtstag? Ich war relativ spät zum ersten Mal besoffen. Okay. 15, ne? Also es ist relativ spät. Also Freunde von mir waren 13, 14 so. Ich habe mich am Anfang ein bisschen zurückgehalten, aber das erzähle ich gleich. Hi. Hallo. Hi Svenja. Hi Svenja, volljährig, ja. Das ist gut. Ja. Hi Svenja, erstes Mal ist das Thema. Jetzt ist die große Frage. Was hast du für ein Thema mitgebracht? Mein erstes Mal in einer Achterbahn. In einer Achterbahn? Oh, okay. Und zwar war ich da 5. 5? Und wir waren im Phantasialand mit der ganzen Familie. Und meine Mutter meinte so, ich soll ja auch mal jetzt in eine Attraktion rein. Und meine Mutter hasst eigentlich Achterbahn. Und dachte so, ja, die Achterbahn sieht ja ziemlich harmlos aus. Und dann gehen wir da mal rein. Und ich wollte überhaupt nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Bock da drauf, weil ich wollte halt nicht in so schnelle Achterbahn rein. Darf man mit 5 da überhaupt schon rein? Muss man nicht müssen so groß sein? Irgendwie, das ist aber 5 Jahre schon echt jung. Ich war um die 12. Kann das sein, dass ich ein Jahr älter war oder so? Ich war halt auch immer etwas größer. So, unsere Familie ist allgemein eine sehr große Familie. Boah. Auf jeden Fall war ich dann in der Achterbahn und danach waren wir so kotzenübel. Meine Mutter tat echt leid, dass sie mich da reingeschleppt hat. Und ja, war halt ziemlich scheiße. Mittlerweile fahre ich sehr gerne Achterbahn. Aber früher hatte ich erstmal genug von Achterbahn. Ja, hart, ne? Mein Vater auch, beim Heidepark Soltau. Kennst du diese komische, ich fahre immer in den Heidepark Soltau, okay, ne? Diese komischen Röhren, wo man sich da reinsetzt, dieses Boot, wo man so mega krass runterfällt? Ja, ich glaube schon. Das ist so eine Wildwasserbahn. Ja. Und da hat mein Vater auch gesagt, ja, hier, das geht nur so runter. Und weil er wusste, dass ich keinen Bock habe, wenn es runtergeht. Und er setzt mich da einfach trotzdem rein und meinte, ja, das ist ganz, ganz, ganz easy. Nur und so ein bisschen und hin und plötzlich her. Kommen wir da oben
oben runter und dann sehe ich, fuck, das geht fucking 500 Meter in die Tiefe. Mindestens. Boah, das war auch fies, ey. Mein Vater hat solche Sachen gerne mit mir gemacht. Gut. Ja. Aber immerhin fährst du heute gerne Achterbahn. Ich nicht. Ja. Gut. Dann war es ja nicht so schlimm. Ich finde Achterbahn scheiße. Und ganz war? Wieso das denn? Achterbahn finde ich sehr cool. Irgendwie. Also meine Brüder und ich, wir fahren sehr gerne Achterbahn immer. Achterbahn, ja. Den ganzen Parks abreißen und da Müllverbrennungsanlage reinmachen. Das ist meine Meinung. Bitte. Alles bitte. Abreißen. Cute. So. Alles klar. Tschüss. Schönen Abend. Ja. Ciao. So, erst einmal besoffen. Ich habe tatsächlich überlegt, also ich trinke ja jetzt auch seit 12 Jahren. 12 Jahren habe ich keinen Schluck Alkohol getrunken. Also ich habe mit 17 angefangen und mit 19 aufgehört. Ach, mit 17? Warst du noch später dran als ich? Ja. Ich habe tatsächlich, ich weiß noch, für die, die aus der Aachener Ecke kommen und ein bisschen älter sind, die würden das, die kennen vielleicht noch das Starfish von früher. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ist eine Diskothek in Aachen. Und mir ist halt der Klassiker passiert. Ich bin dann auf Toilette gegangen und bin wiedergekommen. Mhm. Und meine Jungs alle so, wo warst du, Alter? Du warst eine Dreiviertelstunde weg. Und ich so, ich war kurz pinkeln. Wie kurz? Dreiviertelstunde. Und guckten mich halt an und ich hatte halt hier den Abdruck der Fliese, weil ich halt im Stehen quasi gegen die Wand so gefallen bin, so Stirn auf die Fliese und hab genau also den Abdruck der Fugen. Gibt's noch den Club? Oh, geht. Ja, wie schon gesagt, vor 15 Jahren war der angesagt. Und dann stand ich halt so anscheinend knapp eine Dreiviertelstunde und bin irgendwann wieder wach geworden und bin zurück. Wir haben früher so Heckenspringen gemacht, die von Jackass. Kennst du das? Ja. Und das war aber, als ich zum ersten Mal besoffen war, bin ich auch in so eine Hecke reingesprungen mit so einem Salto und bin auch einfach liegen geblieben für eine Stunde, glaube ich, oder so. Und habe auch einfach, ich war sehr, sehr schwierig, als ich betrunken war, habe ich auch einfach irgendwelche Radkamen abgenommen von Autos, habe damit Frisbee geworfen, solche blöden Sachen gemacht, als ich zum ersten Mal besoffen war. Ja, beim Geburtstag vom Kumpel von mir. Das war extrem, ja, danke, Fugenralle, ja, das war echt. Aber ey, Gunnar, ganz kurz, ne? Ja. Willst du jetzt damit sagen, dass das Geschenk richtig scheiße war, oder was? Du machst keine Achterbahn? Nein, Mann, ich fahre richtig gerne mit dir, fahre ich gerne mit Achterbahn. Wie war denn euer erstes Mal in der Achterbahn so? Ja, beschissen. Das, ja? Ja. Geil, dass du sowas machst auch in Achterbahn. Ich hab's gehasst. Finde ich ganz nice, dein erstes Mal in Achterbahn. Zum ersten Mal in Achterbahn, ne? Ja, nein, das erstes Mal in Achterbahn. Tschüss. Ich finde es toll, dass ihr Spaß dran habt, aber das war halt, also für mich war das echt so, ich habe das so gar nicht geschnallt, das ist dreiviertel Stunde, aber ich war anscheinend wirklich so mit Hose auf Halbmast, dreiviertel Stunde stand ich da. Ja, also machen Fotos mit dir, Siehst du schon noch welche? Ja, ich weiß nicht, damals gab es noch keine Fotos. Sehr gut. Ich habe auch mal dann so zweiter Tag, als ich betrunken war, sind wir nach Oldenburg in die Stadt gefahren und da war ich mich schon beim Vorglühen, wie heißt das? Blue Curaçao mit Orangensaft reingezogen. Weil das schmeckst du ja nicht, ne? Das schmeckt ja nach Orangensaft einfach. Hab mir so viel reingezogen, das war dann grün. Ja, aber das war ja damals eh das Zeug. Batida Kirsch, Blue Curaçao mit O-Saft, Jägermeister Red Bull. Ja, ja, genau. Also Haribo-Saft. Also das war ja alles, da schmecktest du den Alkohol ja gar nicht. Und da habe ich mir reingezogen. Ja. Und dann ist ein Kumpel von mir gefahren und ich war schon beim Vortrinken schon so hackevoll. Batida mit Kirschsaft. Boah, über dieses weiße Zeug mit Kokos nach und den Kirschsaft, das war, ja. Fahren wir von Aschhausen, glaube ich, nach Oldenburg. Das sind irgendwie 20 Kilometer nur oder 20 Minuten fährt man. Und irgendwann wird mir so schlecht, dass ich das Fenster aufmache. Ich war hinten, Fenster aufmache und kotze einfach auf der Autobahn das ganze Auto von meinem Kumpel voll. Und der war richtig, richtig sauer. Und wir halten erstmal bei McDonald's, sollte ich das Auto sauber machen, sollte ich hingehen und mir einen Eimer holen, war ich nicht mal mehr in der Lage, den Eimer da, Eimer. So ein Abend ist übrigens daran schuld, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Und hab's nicht mal geschafft, dieses Auto sauber zu machen. Dann sind wir in die Stadt gefahren, die anderen sind trotzdem in die Stadt gefahren und haben mich einfach im Auto gelassen. Und es war irgendwie Winter und es war so eiskalt. Ich wollte pennen dann im Auto und dann war es so kalt, dass mir zu kalt war zu pennen. Ich habe einfach nur da gesessen und so gezittert. Ja, das war, glaube ich, nicht nur Kälte, das war noch einiges anderes. Und dann kam ein anderer Kumpel, der das gehört hat. Im Club haben die anderen dem das erzählt, dass ich im Auto bin. Der war auch im Auto da, aber hat gesagt, okay, ich hole jetzt ab, ich fahre jetzt nach Hause. Und der hat mich abgeholt und hat mich dann nach Hause gebracht. Das ist stark. Das war sehr nett. Aber boah, nee, seitdem, nee, ich kann meine Grenzen jetzt ganz gut einschätzen, glaube ich.
So ich auch, deswegen kein Schluck mehr. Viele von diesen Abenden enden bei mir mit Kotze. Auch Silvester bei Hannes jetzt. Muss ich ehrlich sagen, wir haben Silvester bei Hannes. Mann. Ich wollte es eigentlich nie erzählen. Ich kann dir mal erzählen, was da passiert ist. Wir hatten ja eben die Diskussion auch ein bisschen hier so mit den Jungs und Mädels aus der Redaktion. Und ich nenne jetzt keine Namen, aber ich weiß nur, dass die Dame komische Partys feiert. Die sagte, dass sie am Berliner Tor geleckt, Brandenburger Tor geleckt hat. Und wir fragten sie ja dann, warum. Und dann sagt sie, ja, jeder von uns war doch bestimmt schon mal, oder die meisten waren mal am Brandenburger Tor, aber die wenigsten haben dran geleckt. Und sie hat es getan. Und sie Eiffelturm auch. Und sie hat auch am Eiffelturm geleckt. Und wir sprechen jetzt wirklich von dem Gebäude in Frankreich. Also dem der Statue, oder? Ist das ein Gebäude oder ist das eine Statue? Was ist denn das? Ist ein Gebäude? Nee, Gebäude ja auch nicht, oder? Das Wahrzeichen. Das war zur Weltausstellung haben die es gebaut. Ja. So ein Wahrzeichen. Du hast mich unterbrochen. Soll ich die Geschichte lieber doch nicht erzählen? Welche? Von Silvester. Die Silvester? Weiß ich nicht, wenn wir jetzt heute eine... Vielleicht ändern wir das Thema von erste Mal in irgendwelche... In irgendwelche Saufgeschichten. Monday-Night-Confessions oder so. Ich erzähle noch eben ganz kurz. Silvester war ich bei Hannes eingeladen. Ja. Waren wir da ordentlich am Kippen. Mit Max und Hannes. Erstmal, Max war geil, dann hat Krogmann irgendwie über FaceTime, ich erzähle es jetzt einfach alles, FaceTime angerufen und plötzlich zieht Max so seine Hose runter und ja, wann hast du das erste Mal per FaceTime deinen Penis gezeigt? Ja, Max auf jeden Fall, Silvester Krogmann. Ich hab's jetzt erzählt, Max, es tut mir leid. Und ich war halt um 2 Uhr nachts war ich irgendwann so besoffen, dass ich einfach gesagt habe, fuck, ich geh jetzt nach Hause, ich wohne nur 5 Minuten zu Fuß von Hannes entfernt. Ja. Gehe ich nach Hause, hab dann auf Toilette, war schon im Bett, lag im Bett, hab gemerkt, shit, ich muss auf jeden Fall... Kurz, mach das mal auf, weil wenn du dich bewegst, sieht das aus, als würde dein Pullover reden. Mach weiter. Und hab dann gedacht, so, Mann, du musst auf jeden Fall noch aufstehen, kotzen. Hab's aber nicht mehr... Das ist wichtig, ja, ja. Hab's aber nicht mehr geschafft, zu meinem zu meiner Toilette zu gehen. Ja. Hab meinen Mülleimer gegriffen, hab da reingekotzt. Dabei ist so ein bisschen auf meine Hose gekommen und auf mein T-Shirt. Hab ich mein T-Shirt ausgezogen und meine Hose auch. Und hab mich dann nackt ins Bett gelegt, weil ich auch nicht mehr geschafft habe, irgendwas anzuziehen. Hatten wir Sauf-Stories schon irgendwann mal hier? Ich glaube nicht, weil ja auch viele. Lass uns einfach die letzte halbe Stunde Sauf-Stories ausmachen. Dann hab ich mich da komplett nackt ausgezogen und habe dann versucht weiter zu pennen. Ging nicht. Dann musste ich nochmal kotzen. Ich habe gedacht, fuck, es kommt noch mehr. Dann hänge ich da nackt bei mir zu Hause vor dem Mülleimer. Dinge, die ich unbedingt schon mal sehen wollte. Geht die Tür auf, ja. Die Haustür auf, mein Mitbewohner kommt rein und sieht mich nackt, nackt auf dem Boden. Vor meinem Mülleimer, wo ich dachte, oh Mann. Und der muss einfach nur so, what the fuck, warum bist du nackt da? Nackt vor deinem Mülleimer. Und ja, der hat mich sicher aber dann sehr, 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 sehr gut um mich gekümmert. Aber bah, ey, seitdem trinke ich auch nicht mehr so viel. Ja. Seitdem ich nackt Silvester bei mir, das war jetzt... Boah, das ist mal gerade 3 Monate her, ne? Ja. 4. Hättest ja sagen können, Silvester 2000. Ja, war ich bei Hannes. Eieieiei. Jetzt habe ich es erzählt, alles erzählt, ne? Shit. Hi. Servus. Hi. Servus, Toni. Toni. Toni, schrecklicher Name. Da steht Fett Toni. Ja, ich heiße Antonio, aber ist okay. Antonio? Ist okay. Ja, Antonio. Antonio. Ach so, okay. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen was anderes, eine erstes Mal, was in der Zukunft stattfinden wird. Oh. Und zwar am 22.04. bis zum 24.04. ist der Rocket Beans Community Game Jam, an dem ich, den ich organisiere und den ich mit Dima, Zerus und Panda Black mache und an dem ich vielleicht auch teilnehme. Und das wird ziemlich geil, weil das ist der erste Game Jam und ich habe mega Bock auf Spiele programmieren und so und mache das auch in meiner Freizeit. Und das wird dann das erste Mal, wo ich an einem Game Jam teilnehme. Jo. Das heißt, ihr denkt euch in einer Woche, ist das? Wie lange ist das? Ah, nee, das sind 2 Tage, 48 Stunden. 2 Tage nur? Da denkt ihr euch ein Spiel aus, ja, und macht es dann? Genau. Ja, das Geile ist halt, dass es auch Gruppenfindungsphase ist und wir uns dann zusammenfinden und dann derzeit das dann gemacht wird. Ruft er an, hier macht er Werbung, ne? Tut mir leid. Ganz subtil, ganz, ja. Sehr, sehr subtil, ja. Sehr subtil. Ja, sollen die Leute sich noch melden, oder was?
Ja, also wir sind natürlich sehr froh über jeden, der da reinkommt und der Bock hat, Spiele zu entwickeln, auch Leute, die nichts können, weil man kann immer irgendwas. Und das ist einfach eine mega geile Erfahrung, glaube ich, hoffe ich. Und ja, das wird geil. Das ja, wo geil. Können Sie sich, wo können die Leute, jetzt machen wir das Team jetzt auch durch, ne? Wo können sich die Leute denn melden? Es gibt im Forum ein Thread, ein Community-Thread in der Community-Abteilung und auch auf rbcgj.de, also Rocket Beans Community Game Jam quasi. Da gibt es alle Informationen, die man braucht. Okay, ja. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß da. Ich mache leider nicht mit. Ich habe gar keine Zeit. Nicht? Wieso denn? Zeitpunkt. Ich habe gar keine Zeit. So eine ganze Sendung. Da will jemand durch gerade. Ja. Alles klar, okay. Antonio. Hau rein, ja, viel Spaß da. Bye. Danke, euch auch. Jo, und tschö. Ciao. Jo, servus. Ey, Leute. Jo. Wir müssen nochmal sowas machen. Werbung machen wir nochmal? Weiß ich nicht. Kann sein. Na gut. Machen wir? Ja, machen wir mal. Hey, geil, Werbung. Komm, schön. Ciao.